Hallo alle zusammen. Wir machen jetzt ein Schokoladeneis. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Eis machen. Ich habe gedacht, wir machen einfach mal was Klassisches. Denn erst habe ich überlegt, ob wir ein Mohneis machen. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, Mohn ist wieder so eine Ansichtssache. Aber ich wollte es trotzdem nicht vorenthalten, dass man das ganz individuell machen kann. Wir haben jetzt einmal hier 200 Milliliter Sahne, also süße Sahne, 150 Gramm gezuckerte Kondensmilch und hier so 2 Esslöffel Backkakao. Den geben wir jetzt schon mal hier rein. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich habe das ein bisschen grob abgeschätzt. Und zwar, das tun wir jetzt erstmal cremig aufschlagen, aber nicht so, wie man sonst die Sahne kennt, sondern die soll schon noch also beweglich sein. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. So, das haben wir jetzt. So einfach so cremig aufschlagen. Das ist eher so, ist ein bisschen wie ein flüssiger Pudding. Und dann kommt die gezuckerte Kondensmilch dazu. Das wäre es eigentlich. Ich habe mir jetzt noch überlegt, aber das muss man nicht machen, dass ich da noch Schokoladenstückchen unterhebe. Aber im Prinzip wäre das schon unsere fertige Masse, wenn wir das noch miteinander verrühren. Und in meinem Fall gebe ich jetzt einfach grob zerkleinerte Schokoladenstückchen noch dazu. Das ist wie gesagt optional. Und dann müssen wir das Ganze einfach nur noch umfüllen. Ich habe das jetzt mal umgefüllt. Was jetzt einfach nur noch wichtig ist, dass wir eine Frischhaltefolie direkt auf die Masse geben. Das jetzt einfach hier so ein bisschen einklappen und dann geht das Ganze einfach ins Gefrierfach. Wer hätte das gedacht? Abdecken, Deckel her und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze fest ist. Wir haben jetzt unser Schokoeis und zwar, das war ungefähr bei mir so 4 bis 5 Stunden im Gefrierfach. Ja. Mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Außer, dass wir es jetzt mal probieren. Mega cremig. Mega soft. Irgendwo müssen mich dann die Schokostückchen erwarten. Und was halt einfach perfekt ist, dass man das ohne Eismaschine machen kann und es hat absolut keine Eiskristalle. Also das ist ein richtig cremiges Eis und man muss es nicht 180 mal umrühren. Und im Endeffekt geht es ja auch darum zu zeigen, dass man im Prinzip nur die Sahne braucht und nur die gezuckerte Kondensmilch. Und wie man das Ganze dann verfeinert, ob man Vanilleeis draus macht, Schokoladeneis, Haselnüsse irgendwie in die Kaffeemühle gibt, Mohn in die Kaffeemühle gibt, was weiß denn ich, ja? Eigentlich sind nur die zwei Zutaten, diese Grundsubstanz, Sahne, gezuckerte Kondensmilch. Wichtig dann noch einfach, dass in der Form die gut verschließen. Und Frischhaltefolie oben auf die Schicht geben. Und dann könnt ihr das natürlich auch ganz individuell ausbauen. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Und deswegen sage ich nur, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!